Hallöchen und willkommen bei Bloodborne. Hallo. Jo. Endlich der Shortcut, ey. Meine genau. Mühle. Endlich der Shortcut in der Mühle. Eine Riesenerleichterung. Ja. Ja, und ich werde mich das jetzt... Das Krasseste eigentlich, dass ich ja schon da war und wir gedacht haben, es wäre der andere Shortcut, ne? Ja, ja. Das ist eigentlich das Krasseste. Du hättest nur die Tür aufmachen müssen und das Seelen wiederholen wäre so einfach. Ja, es wäre so einfach. Du hättest wahrscheinlich auch dann ausgegeben, einfach. Ja. Ja, auf jeden. Ah. Wenn man den findet, gibt man sofort Seelen aus, klar. So hatten wir auf jeden Fall nochmal einen kleinen Nervenkitzel in der letzten Folge. Und ich will jetzt... Ich will mich jetzt mit der riesigen Schlange anlegen. Auch wenn ich dabei drauf gehe, ich habe da gerade Bock drauf. Ja, eh. Also jetzt, weißt du, so jetzt ist ja auch gar kein Ding. Jetzt kann man ja alles machen, was man möchte, so. Aber Dings, ne, hast du so ein bisschen aufgegeben, Death Counter. Ich wollte dich jetzt auch nicht jedes Mal dran erinnern. Ach so, ja, das Problem ist, ich habe halt keine Vorrichtung. Ja, ich weiß, aber kannst du nicht auf den Schreibtisch stellen und alles umdrehen einfach? Doch, aber wir haben kannst nicht... Kannst du ab und zu mal rein zeigen einfach. Ja, aber wir hätten eigentlich ja mal nachzählen müssen. Ja, gut. Achtung, der ist ein Schlangenmensch. Der ist. Aktuell steht der auf der falschen. Ja, jetzt steht er halt krass auf der falschen. Ja. Boah, das hat nur die Hälfte. Nein! Egal, reicht. Egal! Warte mal, ich muss mal ganz kurz ein Kabel an meinem Pad stecken. Oh ja, das kann ich auch mal machen eigentlich. Ja. Ja. Sehr gut. Ein paar Blutvieh holen. Mann, die haben wir ganz schön in Hülle und Fülle. Oh, wo geht's denn hier lang? Geht's hier zur Schlange? Ne, hier ist nochmal ein anderer Weg, oder was? Was? Oder kommt die? Ach, da kommt sie. Da kommt sie um die Ecke. Dann gehe ich erstmal hier hoch und gucke, ob ich auf sie drauf kann. Boah, da ist noch eine von denen. Ja. Hast du gesehen? Recht. Ja, ja, da hinten. Noch so eine riesige. Vielleicht knöpfe ich mir die zuerst vor. Ja. Renn! Alter! Renn hin! Ich will echt... Guck mal, lieber draufrennen. Ich glaube, vorne trifft sie dich nicht so gut. Weißt du, anstatt von dem Gift da getroffen zu werden. Oder? Ich habe das Gefühl, das ist die bessere Lösung trotzdem. So nah zu sein. Ich hab mich schon wieder verloren. Was er hier versucht. Ja. Mit allen Tricks. Aber du weißt, die kann das auch, ne? Ja. Achtung! Oh! Dann kann die ihre Freunde rufen. Bam! Hast du eine Aber ach, das ist nicht so schlimm. Nur du bist fast vergiftet. Ah ne, du warst vergiftet. Ich war vergiftet, ja. Ach, ja. Das war eine schnelle Vergiftung, glaube ich. Ja? Ich glaube schon, ja. Weil das ging voll schnell runter da. Kleine Mistvieh, wo kam das her? Von da. Natürlich auch noch mehr als nur ein. Ey, wie knapp wirklich, dass man die nicht tötet mit zwei Schlägen. Ne? Guck dir das mal an. Wir hätten doch einen Punkt in Stärke stehen. Einen auf Stärke, ja. Gut. Aber das ist so knapp, das war mir auch nicht bewusst gerade. Doch, eben. Mir schon, aber nicht zu dem Zeitpunkt, als wir geskillt haben, ey. Aber wenn uns das... Oh Mann, das würde so viel weiterhelfen. Aber ich glaube, man hat einfach nur zu viel Respekt vor denen. Die sind ganz so krass, glaube ich. Meinst du, die kann man. Nee, glaube ich nicht. Nee, mit Monstern geht das nämlich nicht so richtig, ne? Selten, ja. Na, ich mach mal einen Sprungangriff vielleicht. Boah! Nee, das war jetzt. Also, das ist jetzt zumindest eine langsame Vergiftung. Oh. Habe ich nicht drauf geachtet, dass sie auch noch. Sind wir noch vergiftet? Kann. Hä? Ja, nee, aber nicht aktiv. Doch. Ja? Ja, das hat mich gewirkt, weil du unterbrochen wurdest. Ah, okay. Bei ich habe das Item auch gar nicht verbraucht, stimmt. Ja, ja, eben. Kopf ab. Ja, guck die, also ja, oh, aber die geben 1400. Alter Schwede. Aber ich finde diesen nicht so, also nicht so krass wie so aussehen. Ja, das stimmt. Oder die oh, geil, eine Rune. Cool, da können wir dann mal wieder was einsetzen. Beim nächsten Mal wird sie uns wahrscheinlich wieder Lügen strafen, einfach nur wenn... Und uns mit einem Schlag töten. Ja, genau. Sowas. Aber hier kannst du dich droppen lassen auf die andere, glaube ich, oder?
Wenn du Glück hast. Bist du gerade? Nee, ist gerade nicht da. Umso höher der Drop, umso mehr Schaden machst du da auch. Das ist schon geil. Boah, da ist er. Von hinten kommst du. Ja, okay. Ah, ja. Von da könnte man sich droppen. Ne? Nee, aber guck mal, das hätte sie gestaggert zum Beispiel, wenn es gehen würde. Ja, eigentlich schon. Oh, da sind noch zwei kleine. Ja. Aber guck mal, von dem Winkel aus, von da oben, aufgeladener Schlag, würde abgehen, glaube ich. Jetzt muss ich erst die kleinen töten. Sonst kriege ich zu viele Schläge auf einmal. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh Mann, und die schießt. Ach, das ist kacke jetzt gerade. Sammle ich erstmal ein Item. Habe ich mir irgendwie auch kurz eben gedacht. Aber warum auch nicht, ich meine. Sammelst du halt noch eins ein. Oh, das sind ja zwei. Zwei große. Alter. Das ist mir ein bisschen krass. Und 1000 kleine. Aber guck mal, das würde wirklich, das ist so ärgerlich. Ja. Jetzt für den Punkt. Am besten, oder nimm so eine Blutpastille, weißt du? Meinst dann, du, das macht so viel mehr Schaden dann? Ja, jetzt, also so viel ist es ja nicht, weißt du, es ist halt Minimum, minimal. Noch so ein Riesenvieh. Ich denke schon, dass du damit ein bisschen mehr Schaden machst. Wir haben so viele davon. Ich würde jetzt nehmen, ich finde, es wäre mal ein Versuch wert, ob es zumindest so ist. Ja, ne? Und es würde sich auch lohnen halt. Ja, zwei einfache Schläge. Ja, tot. Easy. Was steht denn da jetzt? Da hast du manchmal jetzt so ein Bestientum-Abzeichen, ne? Wenn du getroffen bist oder wenn du das Vieh triffst. Guck mal, da! Das kann sich so aufladen, ach, siehst ja, du das? Krass. Was ist das denn? Das musst du mal schaffen, das aufzuladen. Da ja, musst du aber richtig aber ausrasten. Schwer bei so einem Gegner. Ja? Boah. Vor allem, wenn du getroffen wirst, dann geht's wieder zurück. Ach man. Echt mies. Verliert mir den Fokus. Ja, musst du echt aufpassen wieder bei den Gegnern ein bisschen. Weil du brauchst immer mindestens zwei Tränke und die lassen leider keine fallen. Mhm. Was ist denn jetzt in der anderen Richtung? Die hast du jetzt einfach stehen lassen. Zwei Schlangen sind da nur. Nee, da waren... Da, wo die zwei waren, da war doch noch was anderes hinter den zwei. War nur ein Weg, oder? Nee, guck mal, da liegt zum Beispiel noch ein Item und da ist eine Höhle. Und die andere hast du oben stehen lassen, die du schon angehittet hast. Das sind nämlich hier ganz andere Schlangen. Als die oben, die du angehittet hast. Aber auf die kannst du dich auf jeden Fall droppen, auf die eine. Mit einem Sprung am besten. Boah. Ja, jetzt nochmal einfach. Guck mal, dann ist sie tot. Ja. Und das mit einem Sprung, wenn du dich mit einem Sprung auf die droppen lässt. Ja, die ist auch so jetzt tot, oder? Ja, bestimmt, ja. Ja. Was war das denn? Explodiert. Ist das immer passiert mit denen? Ja, nee. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er Schaden gemacht hätte. Nee, aber irgendwas. Was macht denn der hier? Ja, aber echt. Auf einmal ist der da. Boah. Boah, und er fällt. Oh nein. Ja, steht kannst du vielleicht, guck mal, aber, nee, ist tot. Ah ja. 1100. Guck, das ist die angehittete Schlange eigentlich. Aber jetzt, ja. Ach doch, da, angehittet. Boah, da ein Molly rein, das wäre richtig gut, ja. Guck mal. Ah, nee, leider doch nicht. Ich dachte, du triffst mehr von denen. Cool. Nee, okay, das passiert mit den allen.
Das ist einfach die Todesanimation. Aber die Bestientum-Tablette ist leider schon weg. Trotzdem, das interessiert mich jetzt schon, wenn man komplett sich auflädt mit dem. Wirst du vielleicht doch mal zur Bestie. Ah, zu ungeduldig. Ey! Wow. Ah, Mann, ey. Und dieses scheiß Vergiften. Die Luthiolen müssten mal abgegradet werden irgendwie. Jetzt ja, braucht man halt auch schon 3 Stück, um die Lebensleiste voll zu machen. Ja, aber ja, das war aber schon lange so jetzt eigentlich. War ein trüber Edelstein, so einen haben wir noch gar nicht, glaube ich. Oh, soll ich da mal runter? Ja, auf jeden. Jetzt komme ich so hinter der Schlange raus. Bin voll im Arsch. Sieht aus wie die Höhle fast. Warte mal. Oh. Was ist das denn? Commander Keen. Super Alien. Auf okay. Einmal, weißt du, so. Stark. Und das wäre so geil jetzt, weißt du. So ein Spiel, so irgendwie Renaissance oder was weiß ich, ja, viktorianische Zeit und dann. Und dann kommen die Aliens. Kommen plötzlich Aliens, sollen alles übernehmen. Passt prima. Wow. Was war das denn? Haben? Ein Blutedelstein. Ja, aber ein ganz. Oder so. Habe nichts, ja. Irgendwas ganz komisches. Toll, pass auf, da links. Ganz, ne? Woanders. Da links sieht wieder nach so einem Dings aus. Nach so einem Wurm, den wir einmal da in der Zwischenwelt getroffen haben. In der Kelchwelt. Ist bestimmt auch krass, wenn er einen kriegt. Na, weiß nicht. Die halten wenig aus, ne? Die könnten so Glaskanonen sein, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Mhm. Ich würde aber mich mehr vor dem Ding links in Acht nehmen. Hm, ausgewichen. Die schießen. Die haben ganz komisches. Ja, das. Dachte ich mir schon, die haben ein ganz komisches Blut. Ach ne, guck mal, ach, das sind so welche. Sind das auch sind so immer welche. Noch. Ja, die, das erkenne ich jetzt erst richtig. Fizierte, so sehen die aus. Irgendwie. Das ist, wenn zwei Gegner auf einem Fleck stehen. Ne, die haben so richtige Zauber. Ja. Ja, aber wenn es so welche sind, ist doch gut, wenn die auf einem Fleck stehen. Boah! Oh oh. Panik bricht aus. Boah, der kann mich töten damit. Ja, ein Strahl hat so viel abgezogen. Ja, aber das ist halt auch das, man kann ja mal ja so leicht ausweichen. Ja, wie soll ich denn da jetzt noch rankommen? Ja, zwischen zwei Zaubern natürlich. Du bist gerade so, als hättest du noch nie gegen Magier gekämpft. Ja, in dem Spiel noch nicht. Ja, in dem Spiel, ja toll. Aber halt in allen anderen Dark Souls-Teilen, wo es tausende Magier gab. Alter. Guck mal, wie schnell der das auch kann, ey. Ja, aber jetzt hast du doch Zeit. Also du musst quasi, während du dem dritten ausweichst, schon auf den zulaufen. Oder du machst halt so die Abfuck-Cheater-Tour. Bei dem Spiel gibt's keine Cheats. Boah, linksläufige Metamorphose. Das geil. Ist auf jeden Fall die beste Rune, die es gibt im ganzen Spiel. Ne, keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall geil, dass wir noch eine Rune jetzt haben. Jetzt können wir nämlich auch schon 3 Stück einsetzen. Ey, bitte. Ja, pass mal ein bisschen auf jetzt. 5 Tränke nur noch. Ich glaube, wir haben noch welche im Lager. Ich weiß, aber trotzdem. Außerdem haben wir auch noch Dings, Blut, Edelsteine und so. Ja, ich sag trotzdem, pass mal ein bisschen auf, bitte. Ja, das bringt aber nichts. Doch. So spiele ich halt. Wie? Verschwenderisch? Ja. Du Spaß. Geh jetzt auf. Oh, aber wo sind wir hier? Ganz vom Weg abgekommen auf einmal. Ja, das sind Glühwürmchen ohne Ende. Wasser vergiftet schon. Kommt einem nicht. Das kommt einem nicht koscher vor, das Wasser, ne? Achtung! Du hörst es auch, oder? Wildschweingefahr, ja. Irgendwas. Wo ist es, Mann? Wo ist es unter dir, es ist unter dir. Oh ja, da ist die fette Sau. Ja. Hörst du das nicht mit den Kopfhörern? Hm, doch, so, aber... So ein bisschen räumlich? Ja. Ich habe aber auch oft nur einen drin. Oh. Hä? Ich bin jetzt wieder am Anfang? Nee.
fuck. Alter, guck mal, wie weit es in alle Richtungen geht, Mann. Es ist so krank. Und du gehst zur fetten Sau. Nee, ich guck erst nochmal. Beim See ging es auch noch in eine andere Richtung, oder? Ich find's cool. Das letzte Mal nämlich, als wir die fette Sau erlegt haben, haben wir was richtig Cooles gefunden. Ja, aber du kommst nicht mehr da raus halt, ne? Was denn hier? Ja, im Moment nicht. Also von hier, ja. So einfach. Hier vielleicht. Aber von hier könnte man den anderen Shortcut eventuell aufmachen, ne? Weil jetzt sind wir nochmal ein ganzes Stück weiter unten. Achtung, Schlangenmensch. Boah. Glück hast, lässt der mal ein paar Blutviehohren fallen. Was? Brauche ich auch. Na, dringend. Ja. Ja, das sieht mir danach aus. Ja, guck mal, das ist doch ein Aufzug. Ja. Zweiter Shortcut entdeckt. Sehr schön. Schön, schön. Boah, der fährt aber lang. Ja, das war auch ganz schön tief. Jetzt kannst du aber wieder runter erstmal. Ja. Aber jetzt sind wir uns sicher auf jeden Fall. Oder das ist der jetzt. Auf jeden Fall. Jo, jetzt haben wir hier alle. Oder eigentlich ist es kein Shortcut so richtig, sondern einfach nur ein Shortcut, um hier nach unten zu kommen halt, ne? Um in das Gebiet ja, hier rein. Ja, um sich, um nicht mehr den Weg außen rumlaufen zu müssen, ja. Ja, ja, aber um nur um in das Gebiet hier zu kommen. Jetzt gehst du ja ganz wieder zurück. Das macht muss ja ich ja. Hä? Geht man hier weiter? Ja, dann geh zum Schwein. Nee. Nee, wieso nicht? Geh zu den Schlangenmenschen. Ey, das Schwein war voll in Ordnung. Das hab ich schon mal erledigt, das war nicht so schwer. Guck mal, hier sind voll viele gestorben beim Schwein. Ja, natürlich, aber ganz ehrlich. Überall viel gestorben. Ich hör's kommen. Schweini. Da ist es. Außerdem hast du das Schwein in so einem Tor einklemmen können. Du warst voll safe. Wie ist dich einfach stumpf? Wie stumpf es dich überrannt hat. Jetzt ist auf jeden Fall der Frieden endgültig vorbei hier. Das ist ja auch immer wieder auf dich höre. Das geht immer schief, wenn ich bei diesem Spiel auf dich höre. Du bist so ein Spast, ey. Ey, ganz ehrlich, kam mir jetzt auch schon ganz oft so vor. Ja, ja, ja. Und es hat immer ich Spaß gemacht. Ich höre auf jeden Fall trotzdem. Nie wieder auf dich. Es macht trotzdem immer Spaß. Man muss so langsam das Vertrauen wieder aufbauen. Und dann muss man einem sagen, kämpf gegen das Schwein. Du bist so ultra krass. Einfach vom Schwein überrannt. Aber ganz ehrlich, das hätte auch niemand so kommen sehen, oder? Dass du so krass überrannt wirst. Nee, das nicht. Aber wenn du das nicht gesagt hättest, wäre ich halt den anderen noch, Weg gelaufen. Und du hättest auch noch easy ausweichen können. Du hattest echt genug Zeit auch. Ey. Also es war zwar ein fettes Schwein, aber das so kam erst gar nicht halt im Schweinsgalopp. Das hat den Schweinsgalopp erst direkt vor mir angefangen. Das war, hatte man überhaupt nicht kommen sehen. Ja, das war schon geil, ey. Wie das aussah. Oh krass, guck mal, 21 Fiolen wieder am Schlüssel. Na siehste, und du machst mir hier voll das schlechte Gewissen die ganze Zeit. Aber wir müssen trotzdem mal einen kleinen Cut machen. Ja, warum? Weil Shareplay wieder sich beenden naja. Wollte. Okay, bist du am Start? Jo. Alrighty. So, die Frage ist jetzt, ich muss jetzt hier zurück, ne? Nee. Doch, um in den anderen Aufzug zu kommen.
Ja, aber du musst über die Brücke. Wo ist Schlangenmann vorbei, links. Kannst dich fallen lassen. Echt? Okay. Da, ja, okay. Und am genau, anderen Schlangenmann ja, auch. Jetzt einfach geradeaus. Aber der läuft eh da oben irgendwo rum. Normal. Wahrscheinlich, ja. Ja gut, der patrouilliert so ein bisschen, ne? Bleibt dann da unten stehen einfach nur. Gar nicht, wie die Kette sich bewegt, ne? Nee. So weird. Ach so, aber der zieht sich ja auch an der Kette hoch. Ja, macht schon Sinn. Ja, macht schon Sinn. Die Kette wickelt sich ja da auf. Ja, stimmt schon. So, was haben wir denn hier unten? Schlangenmann? Ey. Ey! Kugelverwaster! Krankverwaster! Ey! Na endlich! Und immer noch nicht tot! Stirb! Okay, guck mal, Trank habe ich wieder zurück. Ja, toll. Kugel, die Kugeln habe ich echt übrigens. Bei den Gegnern ist es ja auch voll leicht, sich die Tränke zurückzuholen. Da ist das Blut. Das ist so geil. Ich finde es immer so geil bei so Schweinen, was sie für einen kleinen Arsch haben. Irgendwie jetzt guck, dass du die Blutechos kriegst. So kleine Hinterläufe. Hast du es schon gesehen? Oh Gott! Hast du es gesehen? Es hat die Dinger. Guck mal, die nein, Augen. Nein. Guck die Augen. Es hat die, auf jeden Fall. Ey, das hat die sich aber gerade erst geholt. Der Fleck war doch da vorne in der Luft. Ich habe ihn gesehen, aber jetzt hat's die. Guck mal. Ja, dann musst du es töten. Den muss ich es töten. Muss ich wohl leider töten, aber ich werde mir hier auf jeden Fall irgendeine krasse Taktik jetzt an den Start bringen. Kannst du die Giftmesser nehmen oder so? Ja. Weil das sind 18.000 Blutechos, die holen wir auf jeden Fall wieder rein. Ja, ich weiß. Messer. Auf jeden Fall. Ich nehme auch die Messer, das ist eine gute Idee. Ich werde das jetzt so ultra giftresistent bis zu geht nicht mehr. Macht jetzt so einen Schaden jedes Messer oder so. Da sind, nee, guck mal, da sind sie. Da ja, sind sie. Das hat ja. sie nicht. Aber warum leuchten dann die Augen trotzdem? Einfach so. Nein, nein, nein. Ein Akro-Schwein. Akro-Leuchtaugenschwein. Ja. Ja, 18. Ich dachte, vielleicht hat es ja nur einen Teil genommen oder so, weißt du? Ja, dann kämpf jetzt nicht gegen das Schwein. Doch. Nee. So denn nicht? Ey, weil. Das ist voll krass, das ist viel krasser als das andere Schwein. Hallo Schwein. Du hast überhaupt keine Ahnung. Du laberst doch nur. Ey. Boah. Boah, jetzt hat's mich. Komm her. Ich fühle mich wie Johnny Knoxville gerade, ey. Boah. Es kotzt. Guck mal, es ist ein Giftschwein nämlich. Ich wusste es. Du hast es jetzt schon 3 oder 4 Mal getroffen. Es ist ein mieses Giftschwein. Nee, also eins kannst du mal noch machen, aber... Boah, glaube, doch, jetzt hat's nee, Vergiftung nee, abgekriegt. Nee. Doch. Ja, doch, stimmt. Aber das brennt, also das hat nicht so einen Dampf, deswegen dachte ich. Ach so, ja, innen drin wahrscheinlich, das ist zu weit weg einfach. Komm, Giftschwein, komm! Werf mal einen Molly drauf oder so. Ich hab keinen Molly mehr. Nee. Feuerpapier. Boah, so krass ist es doch gar nicht. Boah! Ich darf nur nicht den Schweinsgalopp machen. Ja. Vor allem das Geilste war halt, das hat sich mit dem Schweinsgalopp halt 2 Mal erwischt. Noch. Ja. Guck mal, wie es langsam stört. Boah, jetzt! Ah, oh, fast! Schade. Guck mal. Jetzt nochmal. Da über den Stein kommst du nicht drüber. Boah! Fast. Jetzt, ich hab. Ja. Ja! Jawohl! Fast! Nee, es ist tot. Es ist tot. Ah. 2300. Guck mal, 530 Damage mit dem Gift. Nicht schlecht. Mhm. Für 4 Blutfehlen, ja. Okay. Kannst du auch da unten erstmal weiter. Vielleicht hat das Schwein ja irgendwas bewacht. Ja, das letzte Mal hat es was Krasses bewacht halt, auf jeden Fall, wie es jetzt aussieht. Weiß nicht, aber ich habe mich wirklich, als ich da unten in diesem See stand, und es ist einem so gefolgt, links, rechts, die ganze Zeit. Kommt man Zeit da durch? Jetzt. Ja, ja, bestimmt. Ja. Da hat man sich wirklich... Oh, Achtung! Kriecher! Boah, zu viele! Hat man sich wirklich gefühlt wie Johnny Knoxville, einfach wenn er so mit so einem Bullen kämpft. Scheiße. Ich seh nix. Hau die beide weg. Oh, nein, so knapp daneben. Und er kotzt. Er kotzt, ja. Komm, du kriegst sie beide. Nee.
Einen habe ich aber, oder? Nee, ich habe keinen, hä? Doch, doch, du hast einen. Einen habe ich. Bekommen. Ey, wie behindert die Kamera gerade ist. Ja, unfassbar. Ja, wegen diesen Ästen. Dass die Äste nicht durchsichtig werden dann. Ja, ist echt ein bisschen behindert. Aber ich meine, dafür war From Software noch nie bekannt. Na. Für eine gute Kameraführung. Geh doch hinter dir, oder? Boah, das ist ja bestimmt frei? Viel besser. Roll dich einfach an denen vorbei. Nee, egal, jetzt hab ich sie. Einen noch. Der kotzt. Das ist gar nicht so schlimm. Ich dachte auch, hat der nicht mal vergiftet. Jetzt wenigstens, ja. Okay, das war's. Jawoll, noch mal. Boah, wie Ruhen. Viele Alter, man jetzt hier Ruhen findet. Schon. Jetzt geht's scheinbar los. Wurde aber auch mal Zeit, ganz ehrlich. Vielleicht ist das Schwein auch nur der Bewacher von einem Shortcut. Ja, kann auch sein, ja. Oh, noch, oh, ein, noch ein Schwein! Ja, das kriegst du jetzt nicht. Einfach normale Gegner. Sind das jetzt? Geh da hoch. Kämpf nicht gegen das auch noch. Das sind zu viele schon wieder. Zu viele Blutechos. Meinst ja. du? Das sind schon wieder zwei Level. Nein, das sind. Ach, ja, zwei Level. Das ist doch nichts mehr jetzt. Hey. Guck mal, mach den Schweinegrunzer. Wow, shit. Hau fast, auf. Fast bis hier oben. Guck mal, wie es guckt. Bam. Oh. Alter, es hat mich aber auch fast erledigt. Renn, renn. Ich kann nirgendwo hin, in keine Richtung. Was ist da passiert? Ich kann in keine Richtung. Was? Ich bin tot. Oder? Bin ich tot? Ja, ich bin tot. Ja. Ich konnte in keine Richtung, weil das Schwein den Weg blockiert hat. Ich hätte draufhauen müssen. Das wäre die einzige Chance gewesen. Ja, es war ja auch fast tot. Ja. Wie krass es da vor mir galoppiert ist eben. Das hat sich aufgebäumt. Ja. Das hat es aber vorher auch schon mal gemacht. Naja, ich glaube, es ist schon wieder Zeit für ein Päuschen. Kann das sein? Also einen Try hast du noch. Einen habe ich noch. Um die Seelen wieder zu holen, auf jeden Fall, ja. Oh, krass, ey. Ohne Witz. Aber das ist doch jetzt auch schon wieder ein komplett neuer Abschnitt da. Ja. So komisch. Den alten haben wir vielleicht gar nicht fertig gemacht. Ja, ja, haben wir noch nicht ganz. Weil... Ah, bin halt dann da lang, ne? Ja, haben wir noch nicht ganz, aber trotzdem musst du jetzt halt natürlich erstmal die Seelen holen, ne? Oh. Hab einfach mal in die Luft geschossen, damit alle Bescheid wissen. Selbstverständlich. Ah, Mann, ey, das zweite Schwein wirklich, das war so knapp wieder. Aber es ist nicht so schwer, wie man denkt. Wieder. Wie ich immer hier hinter dir aufräumen muss. Bla, 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 ey. Von wegen. Ich hab mich mit zwei Schweinen angelegt. Ja, und ich hab gesagt, nimm mal. Ja, und ich hätte, das eine hätte ich wirklich so gut wie, also so gut wie war es tot. Eigentlich hat es nur noch gelebt, weil es, keine Ahnung, ja, irgendwie sich gedopt hat vorher oder so. Mit Schweinedope. Ganz dreckiges Schweinedope. Oh Gott. Ich weiß, du stirbst jetzt beim Schlangenmensch. Nee. Du hast drauf gegen die, auf jeden Fall, muss man schon sagen. Respekt, ey. Hm. Guck mal. Und nochmal auf die Leiche geschossen. Ja, der ist das ist unsere Spezialität. Ist der gerade im Eingeweideangriff schon gestorben? Weil ich hab den ja nochmal gerade. Ja, ja, ist er irgendwie, ja, ja. Das war, sah dann nur so komisch aus, nämlich. Hier, Guck mal, weißt du, was du machen könntest? Ich renne jetzt so krass an dem Schwein vorbei. Ey, es lebt wirklich. Ja, es war ja klar. Ich sage, es ist nicht mehr so krass, wie du denkst. Ja, ich kämpfe aber nicht gegen das Schwein. Ja, dann kämpf halt nicht. Aber gegen das zweite musst du kämpfen. Nee. Du kannst oben entlang. Geh doch oben entlang. Meinst du, so komme ich zum zweiten Schwein? Ja, ich denke schon. Aber hier sind voll viele Gegner. Guck mal, das ist ein ganz anderer Weg. Das ist ein ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass sich das hier verbindet. Ja, guck mal, ja. Hier geht's schon wieder links. Ja, könnte schon sein. Jetzt nochmal links. Boah, wie die ausrasten. Ruft einfach noch Schlangen. Hinter dir vielleicht auch, ne? Musst du aufpassen. Krass, ey. Die überraschen einen immer wieder.
Das hat er bisher noch nicht gebracht. 4 Schlangen gerufen. Aber echt, ey. Man hört immer noch das Schwein irgendwo rumlaufen, da. Boah, nur egal. Das war nice. So brutaler Sprung, Alter. Fatality. Ey, und jetzt trotzdem den nächsten Punkt gibt's auf jeden Fall auf Stärke. Jetzt links. Pass auf, da ist auch so eine große Schlange. Guck mal, da ist sogar noch ein Item. Und überall Schlangen. Ey. Mach dich zu unseren Seelen, die sind noch hier links. Aber da, du kommst da nicht lang, deswegen musst du doch den Schweineweg gehen. Müsste wir an der großen Schlange auch noch vorbei, ne? Nee. Also entweder kannst du dich jetzt von hier aus, wo du jetzt bist, irgendwo droppen lassen. Oder du musst den Schweineweg gehen. Sieht sogar gut aus hier, einigermaßen. Da sind sie. Da sind sie. Kriegst du es hin? Oh, oh. Ja. Achtung jetzt. Achtung. Oh, da ist es. Warte, warte. Okay. Renn an ihm vorbei. Ich sag's dir. Rennst du echt, hast du echt so viel Angst vor diesem Schwein? Ey, das hat mich gerade einfach so, ich hatte sowas von keine Chance gegen dieses Schwein. Ja, nur weil es dich zweimal getroffen hat beim Umrennen. Ich sag's dir, wenn du diesen Blitzdings, den Blitzzauber da drauf machst, ne? Auf den Hammer und einen krassen Schlag ihn hittest, ist es ein One-Shot. Ja, toll. Ein aufgeladener Schlag meinst du? Ja, ein aufgeladener Schlag. Guck mal, hier so von hinten mit einem Hammer und einem Blitz. Oh, das wollte ich gar nicht. Und dann machst du es nochmal. Nee. Guck mal, Bumm ist schon fast tot. Jetzt noch ein Schlag, irgendwas gesprungen oder so. Jetzt weg! Weg! Guck mal, Alter, hast du ein Glück, wirklich. Das hat sogar noch. Guck mal. Jetzt, oder jetzt hast du aber schon ein bisschen Respekt verloren, oder? Vor den Schweinen. Nee. Ich wäre fast gestorben. Ja, aber nur, weil du es wieder nicht gerafft hast, dass er jetzt den Charger macht. Weil der macht nämlich vorher noch, der schart so auf dem Boden und rülpst so dabei. Wie ein Bulle. Ja, genau. Deswegen kam ich mir auch so vor, eben wie Johnny Knoxville. Boah, scharfer Blutinnenstein, hört sich gut an. Aber trotzdem, ganz ehrlich, oder? Jetzt hast du schon ein bisschen Respekt verloren. Das wird die nächsten die Schweine. Ey. Ja. Ja. Was? Quer durch den Fluss geprügelt. Vor allem in so einem Fluss, ne? Fliegen sie so einfach quer durch den Fluss. So, aber dann machen wir doch hier mal ein Päuschen, würde ich sagen. Ja, genau, dann machen wir hier mal ein Päuschen. Hier geht's vielleicht zur großen Schlange. So, nee, ja, alles klar. Und da geht's irgendwie weiter. Zum Boss das oder so. Müsste mal wieder dann jetzt kommen, langsam. Ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Genau, macht's gut, bis dann. Ciao. Tschö.